Ja, herzlich willkommen zur Medienrunde nach dem Heimspiel des MSV Duisburg gegen den KFC Uerdingen. Herzliches Willkommen den beiden Trainern Stefan Krämer und Thorsten Lieberknecht. Stefan, herzlichen Glückwunsch zum Dreier. Bitte, dein Kommentar zum Spiel. Ja, erstmal Dankeschön. Ich glaube, dafür, dass beide Mannschaften so viele Spieler zu ersetzen hatten, war es von Anfang an eigentlich ein echt interessantes Spiel mit auch wirklich ganz interessanten Ansätzen bei beiden Mannschaften, die dann manchmal ein bisschen dadurch nicht durchgespielt werden konnten. Das ist zumindest mein Eindruck, weil man eben auch gemerkt hat, dass die Mannschaften so noch nicht oft zusammen oder gar nicht zusammen gespielt haben. Dann passieren natürlich auch ein paar Dinge, die man nicht so gut planen kann. Deswegen fand ich es in der ersten Halbzeit ein sehr offenes Spiel, auf Augenhöhe, mit immer mal wieder wechselnden Vorteilen. In der zweiten Halbzeit wollten wir den ganzen Block dann schon ein bisschen höher schieben, ein bisschen noch aktiver das Spielgeschehen versuchen zu bestimmen. Und natürlich hat uns das schnelle Führungstor in die Karten gespielt, das muss man sagen. Und nach dem 2-0 war ich mir relativ sicher, dass wir dann das Spiel gewinnen können. Und ich denke, unterm Strich war es auch nicht so unverdient. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan. Thorsten, bitte. Ja, erstmal Glückwunsch zum Sieg, Stefan. Danke, Es war von uns von der ersten bis zum Abpfiff kein guter Auftritt. Ich denke, wir hatten eben aufgrund der Situation versucht, ein paar Reize zu setzen, personell Entscheidungen zu treffen, die uns heute mit dem Hintergedanken, mit mehr Frische dann helfen sollten. Da waren einfach so die Situationen, das habe dann ich auch zu verantworten, da waren einige Entscheidungen dann nicht gut, ohne den Stab da über die Jungs zu brechen, die sich heute hätten jetzt richtig gut präsentieren können. Aber man hat gemerkt, bei uns war die körperliche, aber auch die geistige Frische von der ersten Minute an nicht da. Wir waren sehr, sehr langsam von Kopf bis Fuß, um da überhaupt Bewegung reinzubekommen. Wir haben es dann in Uerdingen dann auch immer leicht gemacht, sich zu positionieren und gegen den Ball, da muss man sagen, haben die Uerdinger dann sehr seriös auch gearbeitet, das dann sehr einfach zu machen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir es dann probiert, mit einer Systemumstellung dann ein bisschen mehr körperliche Präsenz im Angriff zu bekommen. Aber dann hat man auch gemerkt, dann waren die Abläufe, die uns bekannt sind, waren dann auch nicht mehr da. Also von daher war das heute ein gebrauchter Tag mit vielen Entscheidungen, die nicht richtig waren. Und der die Entscheidung trifft, ist nun mal halt auch der Trainer. Und der hat heute nicht immer richtig gelegen und falsche Entscheidungen getroffen. Und von daher hoffe ich, dass ich dann mit einer normalen Trainingswoche, mit der Rückkehr von Spielern, wohl wissend, dass auch alle, die dann zurückkommen, auch nicht von 0 auf 100 direkt starten können, auch wenn wir es dann wahrscheinlich brauchen werden, dann in 60 die richtigen Entscheidungen treffen. Vielen Dank, Thorsten. Wir haben die Fragen der Medien eingesammelt. An Stefan Krämer gibt es 3 Fragen von Fabian Kleinke-Stoppol vom Reviersport. Fragt, du hast fast die komplette Mannschaft ausgetauscht. Wie viel besser hat das zuletzt arg kritisierte Umschaltspiel dir heute gefallen? Ja, also erstmal haben wir nicht die gesamte Mannschaft ausgetauscht. Wir haben 6 Positionen geändert, 3 gezwungenermaßen, weil das Spieler waren, die sich im letzten Spiel verletzt haben. Und zum zweiten Teil der Frage, ja, das Umschaltspiel war deswegen schon viel besser, weil wir natürlich auch aus einer anderen Grundposition gespielt haben, wie zum Beispiel gegen Wehen. Wehen war die Idee, dass wir ganz hoch anlaufen und haben uns dadurch ziehen lassen. Und heute wollten wir es mehr aus der Kompaktheit machen und dadurch war die Problematik des Umschaltens heute gar nicht so gegeben. Die nächste Frage ist, nach einer Begründung für den Torwartwechsel, könnte es zu einer Wachablösung kommen? Also ich fand erstmal, dass es Julius heute gut gemacht hat und wir haben ihn aufgestellt, weil er kam in nicht so einer guten körperlichen Verfassung zu uns, hat das jetzt aber sehr fleißig aufgeholt und wir haben uns von ihm versprochen, dass er ein bisschen mehr Ruhe in unser Aufbauspiel und in unser Ballbesitzspiel generell im Aufbau reinbekommt und da muss ich sagen, das hat er vernünftig gemacht und deswegen weiß ich nicht, wie groß der Faktor Torwartwechsel heute war, aber ich finde, er hat ein vernünftiges Spiel gemacht. Und noch eine Frage an Stefan Krämer. Die Abwehr wurde zu so einem frühen Saisonzeitpunkt schon sehr oft umgestellt. Wie wichtig wird es sein, diese Konstanz zu besetzen, speziell in der Innenverteidigung neben Massani Lukimia?
Ja, dass Leukemia uns lange gefehlt hat und jetzt wieder, wie wichtig er für uns ist, sieht man ja. Und Stefan Belkov, den ich für einen sehr talentierten Innenverteidiger halte, hat halt gegen Wien nicht seinen besten Tag gehabt. Eddie Gerwijnis hat super trainiert. Ich bin froh, dass ich aus mehreren Innenverteidigern auswählen kann. Ich glaube, das ist auch im Profifußball das Normalste von der Welt. Und deswegen bin ich froh, dass wir sie alle haben. Aber trotzdem ist es natürlich für die defensiven Abläufe nicht gerade von Nachteil, wenn auch eine gewisse Eingespieltheit da ist. Deswegen werden wir weiter auf Leistungen gucken, das ist ganz klar. Aber auch irgendwann müssen wir eine Formation finden, die dann auch solide und kompakt und seriös das verteidigen kann, na klar. Danke, Stefan. Gibt noch ein paar Fragen an Thorsten Lieberknecht, auch vom Reviersport, von Fabian Klein-Gestoppol. Die Viererkette war heute im Schnitt 22 Jahre alt oder eher jung. Wie hat die sich geschlagen aus deiner Sicht? Ja, wir haben grundsätzlich eine junge Mannschaft heute auf dem Platz gehabt. Aber das ist keine Entschuldigung für mich, sondern es ist einfach, ich habe es den Jungs heute zugetraut, eben hier ein gutes Spiel abzuliefern. Und man muss einfach sehen, dass auch da, gerade in der ersten Halbzeit, gibt es so zwei Situationen. Das erste ist die Situation, wenn du den Ball am Fuß hast als Spieler in der Viererkette, wie du den halt auch weiterbringst. Da war das, was ich gesagt habe, war es zu merken, dass da so ein bisschen diese Handlungsschnelligkeit, dass die irgendwo nicht da war, vielleicht halt auch, weil man es einfach, weil man diese Chance nutzen wollte. Und dann gibt es eben die Situation, wenn du als Verteidiger dann auf dem Platz Spieler verteidigen musst. Und da muss man einfach auch sagen, wenn ich jetzt Kiprit gesehen habe heute, hat der ein starkes Spiel gemacht und hat uns in der Viererkette dann eben halt auch bewegt. Und ja, und ich glaube, dass wir dort auch heute Erkenntnisse ziehen konnten, was auch wichtig ist für die nächsten Spiele. Nächste Frage von Fabian Klein-Gestoppol, springt von hinten nach vorne. Vincent Vermey war zunächst auf der Bank. Ob er noch nicht ganz fit war nach dem grippalen Infekt oder was gegebenenfalls außer dem Tor von Mittwoch in Haching für Orhan Ademi gesprochen hat? Eben, eine Antwort hat er sich eigentlich selbst gegeben, der gute Mann vom Reviersport. So, Er hat ein Mannschaftstraining irgendwie so halbwegs mitgemacht und ansonsten war er eben noch nicht und ist noch nicht bei 100%. Und Orhan hat heute auch einen schweren Stand gehabt, weil wir auch nicht in die Abläufe gekommen sind, wie wir uns das vorstellen. Und hat halt heute zwei Jungs gegen sich gehabt, wie in Haching schon, die ihn eng markiert hatten. Aber er hat in Haching dann sein Tor geschossen und das war die Belohnung eben halt auch. Aber mit dem Wissen, dass ein Vincent Vermey auch noch nicht bei 100% ist, wie viele auf dem Platz. Dirk Retzler von der WAZ NAZ fragt nochmal nach, ob die Umstellung zur Pause dann auf zwei Spitzen vielleicht auch noch eine falsche Entscheidung war. Ja, war sie. Ja. Auch wenn das nicht die Thematik dann beim Tor war. Aber für unser Spiel, für die Abläufe, für das Gewohnte war es keine gute Entscheidung. Da muss man als Trainer auch mal drüber stehen, muss das einfach mal auch sagen dürfen, ohne dass man vielleicht schon die ganze Woche geknechtet wird, weil man einfach nur mal ehrlich ist. Wir springen mit Kann ich gut nachvollziehen übrigens, Thorsten. Wir springen mit Dirk Retzlaff jetzt wieder in die Abwehr. Nächste Frage von ihm. Umstellungen in der Defensive sind die Regel. Was macht es so schwierig, eine Stammformation zu finden? Naja, gut, heute hättest du ja natürlich die Linksverteidigerposition. Nochmal, die Jungs, wir haben als Mannschaft im Gesamtauftritt kein gutes Spiel gezeigt. So. Und auch da, wir hatten ja jetzt auch die Frage an Stefan ja auch gehabt, natürlich wünschen wir uns das, aber ich hatte heute halt auch die Situation, dass ich sage, ich brauche frische Leute, habe mir da halt mehr erhofft. Und dann hast du auch noch so einen Auftrag, dass du halt junge Spieler hier hast, die du halt auch über die Spielpraxis dann halt auch nach vorne bringen möchtest. Und das sind Erkenntnisse, die man hat. Und trotzdem brauchen wir jeden, der in der Abwehr spielen kann. Und und das werden wir jetzt weiterhin suchen, werden auch versuchen, dann diese Formation zu finden. Vielleicht ist es aber eine größere Formation, an die wir denken müssen, nicht nur an die Abwehr.
Die letzte Frage ist so ein kleines Doppel von Dirk Retzlaff und Joachim Droll dann. Inwieweit die Corona-Situation immer noch belastend ist, und Joachim Droll schließt dann sogar an, muss man aufgrund dieser Umstände aktuell nicht eher sogar von Abstiegskampf als von Aufstiegskampf für den MSV sprechen? Ach, sie ist nicht unbelastend, das ist klar, aber wir sind da nicht alleine. Uns hat es halt jetzt in diesen letzten 14 Tagen hart getroffen, neben den Verletzungen, die halt bei uns dann halt auch erschwerend hinzukommen. Leroy Mikkels haben wir ja auch drüber gesprochen, ja, jetzt war gerade am Kommen, und das sind dann diese Begleiterscheinungen von Corona, dass du halt die Jungs von 0 auf 100 hier auf den Platz jagen musst und musst beten, dass da halt nicht viel passiert, und versuchst trotzdem über Belastungssteuerung und was weiß ich alles in der Woche alles so einigermaßen vorzubereiten, und es ist belastend, ja, aber mir fällt es halt auch schwer, das als Ausrede zu nehmen. Aber es ist keine einfache Situation, und ich hoffe und denke auch an die anderen Clubs, dass keiner in so eine Situation kommt, weil das ist schon für die Trainer dann keine einfache Situation, mit den Spielern zusammen das zu handeln und das mit einzubrechen. Aber das ist auch nichts Neues. Aber die Einschläge und die Situationen, mit denen die Vereine dann zu kämpfen haben, oder die Mannschaften, die kommen immer näher und werden wahrscheinlich auch immer größer. Aber ich wünsche es keinem, so wie wir das jetzt hatten, mit welchen Überlegungen dann du Tag und Nacht dann konfrontiert wirst. Und alles andere ist dann aber auch dritte Liga, die Antennen sind immer aufgestellt, und jeder weiß, letzte Saison auch, wer war am Anfang in den unteren Tabellenregionen, und vor allem sind sie Meister geworden. Auch das gibt es. Also es ist eine lange, lange Saison, eine außergewöhnliche Saison, aber auch eine sehr belastende für alle, die da in der Verantwortung stehen. Und wir versuchen, und das kann ich sagen, mit erhobenen Hauptes in den Spiegel zu sehen, wir versuchen alles Menschenmögliche eben, das hier aufrecht zu halten und die Jungs da zu begleiten und Entscheidungen zu treffen, die manchmal richtig sind oder heute nicht alle perfekt passen. Vielen Dank, Stefan. Vielen Dank, Thorsten, für eure Aussagen. Ja, viel Erfolg und bleibt gesund. Ein gutes Wochenende. Danke. Gleichfalls. Dankeschön. Danke.